herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch wieder kochen und zwar gibt es eine Paprika-Rahmpasta. Jetzt können sich alle Vegetarier freuen, es ist vegetarisch. Es ist kein Fleisch drin. Viele haben gesagt, oh ja, mach mal was ohne Fleisch. Ja, soweit ist es. Ich habe das Rezept schon ausprobiert und ich finde es richtig, richtig lecker. Zur Hilfe nehme ich wieder mein Monsieur Cuisine, diesmal in Connect, der ist neu. Habt ihr im letzten Video schon gesehen und ja, dann wollen wir mal. Rezept, das heißt, ihr benutzt bitte die Startseite von dem Gerät, die sieht so aus. Das ist komplett die Seite, wenn ihr das Gerät anmacht, sieht das so aus. Ich erzähle euch was zu den Zutaten. Und zwar, ich habe mir das hier mal als kleinen Spickzettel. Wir brauchen 250 Gramm Bandnudeln. Wir brauchen, eine rote Paprika und eine gelbe Paprika. Zwei Frühlingszwiebeln und Öl zum Anbraten. Das ist erstmal das Gröbste, was wir brauchen. Wir haben natürlich eine Soße dazu und da brauchen wir eine rote Peperoni, die ist frisch, die bitte entkernen, ohne Kerne also, und bitte dran denken, sie ist scharf. Knoblauchzehe oder Knoblauch granuliert, ich habe den in Pulverform. Auch hier wieder Öl, Sahne 150 ml, ich nehme mal hier Creme Fin, 7% zum Kochen, wunderbar. Gemüsebrühe, wo haben wir sie? Hier, die Gemüsebrühe, ein Würfel oder ein Esslöffel. Dann brauchen wir 40 Gramm Tomatenmark, 200 ml Wasser, lauwarm. Und noch ein paar Gewürze wie Paprika, halt Paprika Rosenscharf, Pfeffer, Paprika Edelsüß. Und einen halben Teelöffel, also von den Gewürzen einen halben Teelöffel Kurkuma. So, viele Gerichte beginnen immer damit, dass man die Nudeln nach Packungsanweise kochen soll. Das habe ich jetzt gemacht. Das sind Bandnudeln. Bedeutet Salzwasser 10 Minuten, 12 Minuten. Schauen wir mal. Dann die Paprika und die Frühlingszwiebeln einmal zerkleinern. Und jetzt kommen wir zu unserer Peperoni. Ich habe eine frische Peperoni. Das heißt, ich habe jetzt hier einmal den Stiel abgeschnitten und werde jetzt die Kerne hier rausmachen. Und dann kommt die Peperoni in den Mixtopf und wird zerkleinert. Ich mache es jetzt nicht über die Turbo-Taste, ich nutze jetzt Stufe 6, 5, 6 ungefähr. So, dazu nehmen wir hier einmal 3 und so, das hätten wir. Kleine Empfehlung von mir, niemals bei scharfen Sachen in den Topf gucken. Das könnte gefährlich werden. So, dann nehme ich den Spatel und schiebe hier einmal das alles nach unten. So, jetzt kommt etwas Öl hinzu. Und dann wird das 2 Minuten angedünstet. So, einmal Öl. Und jetzt, kleiner Tipp, das ist auch was, was viele nicht wissen. Einmal auf die Automatikprogramme oben links. Und dann habt ihr als dritten Punkt die Anbratfunktion. Die einmal anklicken und jetzt ist er vorgegeben mit 7 Minuten Stufe 1 130 Grad. Dann klicken wir auf den Pfeil, wir brauchen aber keine Minuten, wir haben da nur eine Peperoni drin. Und regulieren das auf 2 Minuten 10, ja, das ist so. Stufe 1 130 Grad. Und Rechtslauf hat er jetzt und Start. So, in der Zeit, wenn die Peperoni ein bisschen andünstet, einmal eine Pfanne. Öl rein und die Paprika und die Frühlingszwiebeln anbraten. So, wenn das fertig ist und unsere Peperoni angedünstet ist, kommen sämtliche andere Zutaten von der Soße hinzu. 200 ml Wasser. Dann haben wir hier eine Waage, da klicken wir einmal drauf. Und dann geben wir 150 Gramm Sahne hinzu. Okay, ich war jetzt etwas schwungvoll, ich bin jetzt bei 180, auch nicht schlecht. Einen halben Teelöffel Kurkuma. 40 Gramm Paprika, Tomatenmark. Tomatenmark.
ein Stück oder ein Löffel Gemüsebrühpulver und ungefähr einen halben Teelöffel Pfeffer, Paprika edelsüß und Paprika rosenscharf. Und zu guter Letzt Knoblauch. Es wird angegeben mit einer Knoblauchzehe. Wie viel ihr da jetzt macht, das sage ich immer. Knoblauch liegt an jedem selbst. Ich bin nicht so der Fan. Ich bin da etwas sparsamer. Und wenn ihr das alles in den Topf habt, dann wird das einmal verrührt. Und zwar wieder im Startmenü. 5 Minuten. Na, Stufe 2. Und zwar bei 100 Grad. Hier ist jetzt die Soße drin, die ist jetzt fertig, die wurde jetzt 5 Minuten gekocht und ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich finde das ganz gut, oder besser gesagt, ich finde das ganz lecker, wenn die Nudeln noch ein bisschen mit angebraten werden. Von daher habe ich jetzt die fertige Nudel nochmal ganz kurz in die Pfanne mit reingegeben. Das müsst ihr aber nicht machen, das liegt an euch. So, und jetzt gebe ich alles in den Mixtopf. Jetzt vermenge ich das noch ein bisschen. Leg den Deckel wieder drauf und jetzt mache ich nochmal auf Linkslauf 3 Minuten, damit sich das alles richtig schön vermengt. So, und raus kommt eine wunderbare, leckere Paprika-Rahmpasta. Die ist scharf, da müsst ihr wirklich aufpassen. Wenn ihr es jetzt irgendwie macht und sagt, ihr möchtet die nicht scharf haben, sondern einfach nur sahnig, dann einfach die Peperoni weglassen. So, und das war es auch schon wieder mit meinem ersten, ich glaube, vegetarischen Gericht. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und wir sehen uns zum nächsten Mal.